What do you think it's for? What the? This is pretty f***ed up right here. Oh my god! They killed Kenny! You bastard! From the deep reaches of space, a horror approaches. Once in a great while, the malevolent forces of the universe combine to form a force of evil so concentrated, so pure, that no bastion of goodness and decency can stand against it. It hurls through the universe toward its destination, the planet Earth. The town to be victimized? South Park, Colorado. A quaint little town nestled in the peaks of the Rocky Mountains. Where better to terrorize good and decent folk? Yeah, right. Ja, Leute, herzlich willkommen bei einem kleinen Let's Show von mir. Wir spielen South Park für den Nintendo 64, ja. Ein kleines Let's Show für alle, die, ja, vielleicht ein bisschen traurig sind, weil der Release von South Park ja leider sich jetzt nach hinten verschiebt. Es muss noch was geändert werden in der Version und ja, dementsprechend leider der Release nicht wie geplant heute, sondern irgendwann später im März. Das ändert sich ja andauernd. Beinahe stündlich bekommt man da, glaube ich, neue Informationen, aber Stand jetzt, hier und heute kommt das halt so schnell nicht. Und ja, das bringt auch meine Planung ein bisschen durcheinander, weil ihr wisst, ich habe Anfang der Woche angekündigt, dass ich ein neues Projekt starten will diese Woche. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich denken, was für ein Projekt das ist. Es wäre nämlich South Park Stab der Wahrheit gewesen, ja. Kann ich jetzt halt noch nicht mit beginnen. Und ich habe mir gedacht, so als kleines Trostpflaster fangen wir dann halt einfach mal mit so einem kleinen Let's Show an. Bringe ich einfach mal South Park. Ja, für den Nintendo 64. Warum nicht? Das kann nicht schaden. Es kann nie schaden, Leute. Ja, das ist also South Park für den Nintendo 64. Ein Spiel, was ich selber nicht besonders gut kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, in Deutschland kam es auch nie raus. Gibt zwar eine PAL-Version, aber ich glaube, die hat deutschen Boden niemals betreten. Ich weiß es gar nicht. Kann das sein, dass ich mich jetzt irre? Jedenfalls haben wir dummerweise auch keine deutschen Untertitel. Es ist also komplett auf Englisch, das Spiel. So. Pass mal. Ja, genau. Genau. Ja, Fadenkreuz machen wir mal an, Crosshair, so. Und natürlich machen wir Untertitel auch an, damit wir ein bisschen was verstehen wenigstens. So, und würde ich mal sagen, wir legen einfach mal los. Wie gesagt, ich kenne das Spiel selber noch nicht so besonders gut. Deswegen legen wir einfach mal los mit dem Story Mode. Ich zeige euch mal ein bisschen was und dann, ja, gucken wir mal, was wir hier draus machen können. Start the new game! My mom always told me I was cool. So, ich kann jetzt zwischen einem der vier Kinder wählen. Cartman, Kyle, Stan und Kenny. Let me at him. Dude, this is great. Genau. Kenny, du hast völlig recht und deswegen... Ach komm, wir nehmen Cartman. Es geht einfach nicht ohne Cartman. Cartman ist einfach der Beste. You will respect my authority. Natürlich, wir respektieren deine Autorität, Cartman. Ja, ich bin ein riesen South Park-Fan, muss ich dazu sagen. Naja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Staffeln sind ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber so die ersten Staffeln bin ich wirklich ein Riesenfan von. Also deswegen habe ich mich auch wirklich riesig gefreut auf den Release von Stab der Wahrheit. Dummerweise ist halt leider verschoben worden. Das ärgert mich persönlich richtig, weil das wirklich das Spiel ist, worauf ich mich seit über einem Jahr unheimlich freue. Aber naja, jetzt ist es halt leider so, jetzt müssen wir damit klarkommen und ja. Als kleines Trostpflaster gibt's jetzt South Park. So. Gut. Operation Turkey Butt. Also Truthahn-Arsch, sozusagen. Warum auch nicht?
gehen wir es an. Hi, Chef. Hello, children. Did you hear the news? What news? A big comet is headed our way. It's gonna cross paths with the Earth, and when it does, all kind of crazy, spooky stuff is gonna happen. Spooky like how? Spooky like you better get your asses indoors, children. I'm not kidding. Our lives are in danger! What the hell is that about? Man, Chef is weird. Ja, unser aller Leben ist in Gefahr. Und ihr seht schon, in der Ego-Perspektive bewegen wir uns jetzt hier entlang. Und zwar mit Hilfe der C-Tasten. Das Ganze funktioniert so ein bisschen. Hoppala. Entschuldigt. Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie Turok. Das ist kein Witz. Ihr habt ja auch vielleicht gesehen, Iguana Entertainment war hierfür verantwortlich. Genauso wie für Turok auch. Das hier ist Kenny, den sollten wir natürlich nicht abwerfen. Wobei... Ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Truthähne kümmern. Mit unseren Schneebällen sollte das doch kein Problem sein. Also wir sind jetzt nicht Turok Dinosaur Hunter, sondern Cartman Turkey Hunter. Ist das nicht wunderbar? So. Da habe ich doch ein... Wollte ich doch gerade sagen hier. Kommt mir nicht zu nah. Oh Gott. So, was habt ihr davon? Legt euch niemals mit Cartman an. Respektiert meine Autorität! Oh ja, ich habe Autorität. Und nichts ist schlimmer als Cartman mit Autorität. Irgendwie, Moment, irgendwie wollte er gerade den Schneeball nicht werfen. Das ist natürlich jetzt... Ja, ja, halt die Fresse. Hey, Dummy, I'm over here. Müssen wir ihn einsammeln? Over here, stupid. Man, I've been freezing my ass off. What took you Ach, so sieh mal long? Einer an. Okay, dann hätten wir wahrscheinlich Kenny auch berühren müssen. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Dann gehen wir doch mal zurück zu Kenny. Kenny! Ich hoffe, sie haben dich noch nicht getötet, die Schweine. Da bist du ja, Kenny. Nicht über die Gleise rennen. Wir wissen, wie das bei dir ausgeht. Das wäre nicht gut, wenn du das machst. Okay. Und jetzt, Leute, treten wir in ein paar Truthahn-Ärsche. Oh ja. Okay. Truthahn? Wo bist du? Ha. Keiner mehr da? Ha, von wegen! Jetzt geht der Spaß da erst richtig los. Jetzt sind wir hier beim Schulbus. Okay, wir sind schon hier bei der Grundschule von South Park. Will jemand mit Cartman spielen gehen? Wow, okay. Ah, ein Renaissance-Fest. Na sowas. Ja, da sorgen die Truthähne natürlich auch ordentlich für Ärger. Weiß gar nicht, hatten wir sowas wie Munition oder hatten wir unendlich von diesen... Na, wartet ihr. Das hat so ein bisschen was von Moorhuder-Pallern gerade. Kommt her, ihr. Jetzt gibt's hier Dauerfeuer oben drauf. Ja. Niemand legt sich mit Cartman an. Geht's dir gut, richtiger Hase? Ich mag die Geräusche von diesen Truthähnen unglaublich. Kommt her! Na los! Will noch wer auf die Fresse? Kommt aber auch von überall was. Gucken wir mal hier in den Tunnel rein. Ist bestimmt auch was. Was haben wir denn? Ah ja, hier haben wir Power-Ups. Ein bisschen Energie für den guten Fettarsch. Ich meine Cartman. Ja. So, Fettarsch, dann zeig mal, was du drauf hast. Ah ja. Logisch. So, soll ja mit so einem Let's Show, so einem Let's Play gehört natürlich auch die entsprechende Sprache, die auch in den
in der Serie verwendet wird, sag ich mal. Also nennen wir den guten Cartman halt auch einfach mal Fettarsch. Warum nicht? Man muss sich natürlich auch dem Niveau des jeweiligen Spiels ein bisschen anpassen. Also das South Park-Spiel auf dem N64 war jetzt auch kein besonders gutes. Es gab auch noch South Park Rally übrigens, so ein Rennspiel. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt so der Brüller, aber ja, es war trotzdem mitunter ganz witzig. Das auf jeden Fall. Oh Gott, so viele Truthähne. Meine Güte, haut endlich ab hier! Wie viele seid ihr denn noch? Okay, folgen wir mal den Pfeilen. Es ist immer gut, wenn ich blinke Pfeile habe. Was hast du davon? Mach dich halt nicht bemerkbar. Was ist davon, wenn du so Geltungsbedürfnis hast? Okay, wer will als nächstes meinen Schneeball kosten? Wer braucht eine Abkühlung? Der Pedobär. Wenn man so will. Der sexuelle Belästigungsbär. Nicht wirklich. Wer lebt weit von hier, wo der Bambus steht? Euer sexueller Belästigungspanda. Ach, man muss es einfach kennen. Man muss es einfach lieben. So. Okay. Na, Truthähnchen? Hier, es scheint wohl Ende im Gelände zu sein. Hier höre ich nur noch ein Ululululu. Oh Gott, die nächste Truthahnarmee kommt. Jetzt, Leute, jetzt oder nie. Jetzt müssen wir sie alle fertig machen. Los, Cartman. Zeig's ihnen. Oh Gott, das sind viel zu viele. Das nimmt kein Ende mehr. Was? Wieso? Ah, jetzt gewähren sie mir Einlass. Gut so. Niemand sperrt Cartman aus. So, jetzt habe ich eine neue Waffe, den Dodgeball. Aber leider auch da nur ein paar von. Da sollten wir mit Bedacht umgehen, auf jeden Fall. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Scheiße, scheiße. Oh Gott, sie werden mich gleich töten. Ich konnte hier irgendwie die Waffe wechseln. Genau, so, jetzt sind wir wieder beim Schneeball. Also die Steuerung ist eigentlich genau wie bei Turok. Ihr müsst euch vorstellen, ihr bewegt ihn wirklich mit den C-Tasten vorwärts, rückwärts und so weiter und schießen bzw. die Schneebälle halt werfen, das tut ihr mit der Z-Taste. Also die komplette Turok-Steuerung hier übernommen. Man merkt ja auch richtig die Ähnlichkeit zu Turok, oder? Allein schon die nebligen Welten hier. Und hier ist das Ziel! Finished, aber bin ich gar kein Finne. Unfassbar. So, Level complete. Minions crushed. Yeah. Wie viele Truthähne haben wir erledigt? 100! Genau 100, als ob ich's gewusst hätte. Ah. und unschuldige Kreaturen völlig unnötig K.O. gehauen. Keine. Ich war also viel zu nett. War viel zu nett. Und es ist ein im Multiplayer-Modus-Charakter. Der gute alte Mr. Mackey. Okay. Ja, ist auf jeden Fall jetzt verfügbar. Ist das nicht wunderbar? Aber wenn ich das spiele, dann bekomme ich richtig Lust auf das neue Spiel. Ja, kein Controller-Pack. Ist mir jetzt auch wurscht. Wir gehen in Stage 2. Die zeige ich euch mal auf jeden Fall noch. Operation Turkey Butt. Ja. Alle Truthähne müssen zerstört werden. Find den Chefkoch für mehr Infos. Okay, wo ist der Chefkoch? Chefkoch! Es ändern sich übrigens die Gegner noch im Laufe der Kapitel, soweit ich weiß. Also, ich glaube, wir haben es ja auch noch mit Unterhosenwichteln, glaube ich, zu tun noch. Und, weiß gar nicht, was noch alles kam. Aber auf jeden Fall, die Truthähne waren nicht unsere einzige. Ich glaube, die Kühe kamen noch. Kann das sein?
diese Sektenkühe halt. Oh. Ja. Es ist ruhig. Zu ruhig. Und gleich macht's wahrscheinlich wieder. Ulu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 . Wo ist eigentlich Kenny, wenn man ihn braucht? Ich brauche ein menschliches Schutzschild. Ah. Kenny? Kenny? Kommen wir hier hoch? Oh Gott, ein Riesentrutan! Oh Gott, dammit! Können wir ihn besiegen? Oh Gott. Ob wir ihn im Pupsloch treffen können? Komm her, du! Hau doch nicht ab! Ich kann nicht zulassen, dass du die Stadt zerstörst! Ja. Mitten ins Loch. Na schön. Wunderbar. So, hier noch den Dodgeball. So. Ja! Wo? Ach da, Gott! Ah! Nein, 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 nein! Lass doch den armen Cartman in Ruhe. Na gut. Ihr habt jetzt zumindest mal einen kleinen Eindruck von diesem Spiel. Dann würde ich mal sagen, wir kümmern uns dann um South Park Rally noch. Das möchte ich euch auch noch zeigen, das will ich euch nicht vorenthalten. Herzlich willkommen noch mal ein paar Minuten zu South Park Rally. Ja, auch hier erstmal ohne Speichern weiter. Es gab nämlich auch noch ein Rennspiel von Acclaim zu South Park auf dem N64. Und es ist zwar nicht sonderlich gut, aber ich will es euch mal nicht vorenthalten. Yeah! Ja. Das Intro spackt leider auf der Raum ein bisschen ab. Jetzt haben wir hier Kenny. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! So, so viel dazu. Ja, legen wir los mit South Park Rally. Machen wir direkt mal Championship. Wir haben ja eh noch nicht viel freigeschaltet. Es ist übrigens ein Spiel, ein Rennspiel, bei dem es unheimlich viele Charaktere gibt. Ich zeige euch das mal. Also hier haben wir wirklich alle möglichen. Mr. Garrison haben wir wirklich hier. Tweak haben wir hier. Mr. Mackey. Dann sogar Cartman mit Autorität. Den haben wir hier auch noch. Hier den Großvater, also Jesus darf natürlich auch nicht fehlen. Und den Satan, den haben wir auch noch. Saddam Hussein hatten wir, glaube ich, nicht, aber der kommt hier noch auf andere Art und Weise in diesem Spiel vor. Wir nehmen mal Kenny. Das letzte Mal haben wir Cartman genommen, jetzt nehmen wir nochmal Kenny. Okay. Geben wir unser Bestes. We have set up 4 checkpoints around the town. Each racer must drive over the 4 checkpoints in numerical order. That's 1, 2, 3, 4 for you dyslexic drivers. Once you have crossed over all 4 checkpoints, you've finished 1 lap. The first one to complete the required number of laps wins the race. Genau. Also der Google-Übersetzer hat es schon super erklärt. So wie das klingt, die Frau wie der Google-Übersetzer. Egal. Jedenfalls, das Ganze ist ein Checkpoint-Rennen. Also wir müssen hier durch die Stadt fahren, müssen die einzelnen Checkpoints aktivieren und das 3-mal, also 3 Runden gibt's. Und wir haben wie bei Mario Kart ähnlich noch ein paar Power-Ups, die wir nutzen können, die wir im Rennen einsetzen können. Power-Ups der etwas anderen Art und Weise. Ihr werdet's gleich sehen, was ich meine. Okay, legen wir los! Wuhu! So, Kenny, gib dein Bestes. Lass dich nicht töten, Junge. Boah! Boah! Die Kühe hier, die können auch nicht in die Gegend hauen. So. Ah, hier war der erste Checkpoint. Scheiße. So. Boah, können wir nochmal von vorne an. Ich mach nochmal einen Retry. So, komm. Das geht ja schon super los. Ja, ja, komm. So, nur 40 Safe Still. So. Weg hier. Kyle, verschwinde. What? Saddam Hussein! Ich hab euch ja gesagt, der kommt in diesem Spiel noch vor, auf ganz bestimmte Art und Weise.
Ah. Aber dieses Rennen hier, das war schon, generell das Spiel, das ist schon nicht einfach. Also brauchen wir ein bisschen Übung. Die Steuerung ist... Ich weiß nicht, ob das an der ROM liegt, aber die ist auch wirklich ziemlich übel. Steuert sich das gute Mario Kart dann doch besser. Aber man kann auch wirklich nicht erwarten, dass das dieselbe Qualität hat wie ein Nintendo-Titel auf dem N64. Das ist auch klar. Die hat natürlich eindeutig auch die besseren Möglichkeiten. Sollte man jetzt nicht unbedingt als großen Mario Kart-Konkurrenten ansehen, dieses Spiel. Es ist halt ein typischer Fun-Racer und als solcher funktioniert es eigentlich sogar recht gut, muss ich sagen. Ein Rennen im South Park-Universum, das hat doch eh allein schon was für sich, oder? Das ist doch klasse. So. Wir können übrigens... Das hier ist, glaube ich... Genau, wir werfen hier, glaube ich, gerade mit einem Kacke auf. Und jetzt können wir hier noch so eine nette Kotzspur nebenhin legen. Mit diesem... mit diesem Item, was wir gerade haben. Damit die Leute schön drauf ausrutschen. So, jetzt... Das war, glaube ich, ein... Wofür war dieses Item nochmal? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja! Okay! Okay, das war jetzt witzig. Das kannte ich doch. Auf jeden Fall kannte ich das, aber... Ich habe es verdrängt. Sagen wir es so, ich habe es verdrängt. Es ist manchmal besser, Sachen zu verdrängen, glaubt mir, Leute. Gerade dieses Spiel. So, jetzt nehmen wir mal hier... Ah, verdammt! Ich wollte diesen Boost noch mitnehmen. In diesem Fall den Terence und Philip Furz, einfach den typischen. Genau, jetzt schön mit einer Katze werfen. Damit können wir übrigens unsere Gegner sabotieren, wenn wir es richtig machen. Wenn wir nah genug dran sind zumindest. So, er hat jetzt den Boost bekommen. Meine Güte, Stan, du gehst mir auf die Nerven. Lass dich doch mal einholen, Mensch. Junge, das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein, dieses Rennen zu verlieren. So, wusste ich's doch. Schon haben wir den ersten Platz von dem guten alten Stan geholt. Beste Item im gesamten Spiel. Okay. Immer auch so ein bisschen den blauen Pfeil im Auge behalten. Und... Wir können jetzt keine weiteren Items sammeln. Wir haben nämlich schon drei. Ah, jetzt habe ich wieder den Terrence und Philip Forts hier nicht gekriegt und... Alter! Jetzt müssen wir zurücksetzen, sonst... Oh, scheiße. Jetzt hat uns natürlich... Jetzt hat uns Stan wieder eingeholt. Da hatten wir so einen schönen Vorsprung. Aber wenn man sich an die Wand glitscht, dann... Ist das natürlich schwierig. Habe ich gerade die Unterhosenwichtel gehört? Oh Gott, dammit. Hab ich Stan erwischt? Ja, ich hab Stan erwischt. So, und da ist die Ziellinie, Leute, wir sind erst in Lap 3. Scheiße. Ich hab gedacht, wir hätten schon. Und ich hab gedacht, you lost? Wieso? Wieso hab ich verloren? Hab ich irgendwas verpasst? Tatsache. Wir haben es verpasst. Irgendwas haben wir verpasst. Irgendwas ist schief gegangen. Ach, egal. Naja. Wir können doch mal ein Arcade Race machen. An dieser Stelle. Nehmen wir mal für mal einen anderen Charakter. Nehmen wir mal den Chefkoch, komm. Yeah, okay. Wir haben leider noch nicht allzu viel freigeschaltet. Genauer gesagt, haben wir noch gar keine Strecke freigeschaltet. Na super. Nur die Stadt. Schade. Ja, gut, okay, ist es halt. War alles relativ unvorbereitet. Fahren wir nochmal dieselbe Strecke, diesmal mit dem Chefkoch. Yeah! Jetzt räumen wir die ganzen Kiddies hier mal aus dem Weg. Und die ganzen Kühe, die dürfen natürlich... So, jetzt kann ich hier mit Mr. Hanky werfen. Den guten alten Weihnachtscode. Ich hab den Checkpoint verpasst, kann das sein? Hab ich den... Egal. Oh Gott, und da war der Unterhosenwichtel wieder. Gott. Aber ich habe auch so einen ähnlichen Geschäftssinn wie die Unterhosenwichtel auf jeden Fall.
Also Phase 1 ist auf jeden Fall Let's Play aufnehmen. Phase 2 ist... Und Phase 3 ist Profit. Genau, auf jeden Fall. Ja, verstanden? Phase 1, Let's Play aufnehmen. Phase 2, Phase 3, Profit. Genau. Ich denke, ihr habt es verstanden. Logisch. Nach dem Prinzip handelt doch jeder Let's Player heutzutage. Wow! War jetzt mal richtig geil. Chefkoch, ich bin stolz auf dich. Was haben wir hier eigentlich noch? Komm mal, ach komm, sind wir aber nicht so darauf erpischt, hier jetzt Erster zu werden oder so? Haha! Schieben wir einfach mal die Kühe beiseite noch! Oh yeah! Oh Gott, wieder ein Unterhosenwichtel. Ich mag es, die Unterhosenwichtel auf die Reise zu schicken. Fuck! Oh Gott! Fahren wir mal hier hoch. Warum nicht? Haben wir hier irgendwo eigentlich eine nette Abkürzung? Chefkoch! Ja. Wir haben zwar hier keinen Lakito, aber wir kriegen trotzdem wieder auf die Strecke geholfen. Oh. Okay. Ja, das lief jetzt natürlich mies. Aber wir haben ja unseren Super Boost noch und damit werden wir alles auf eine Karte setzen und... Ja gut. Ich denke mal, das reicht so als als kleines Beispiel, was man in diesem Spiel so alles Nettes machen kann. Das war auf jeden Fall South Park und South Park Rally für den N64. Zwei sicherlich nicht unbedingt besonders tolle Spiele, aber ich denke, so für den netten kleinen Spaß zwischendurch durchaus geeignet. Ich freue mich dann, wenn ich euch gegen Ende März wahrscheinlich, es bringt jetzt so ein bisschen meine Pläne durcheinander, aber ich freue mich, wenn ich euch dann gegen Ende März South Park Stab der Wahrheit dann präsentieren kann. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr gebt dem Projekt dann eine Chance, auch wenn es bis dahin schon viele, viele andere Let's Player gemacht haben werden. Ich weiß, was da für eine Let's Play-Welle wieder auf uns zukommt bei South Park, aber ich würde es trotzdem gerne machen, weil mir die Serie einfach echt irgendwo am Herzen liegt und ich mich unheimlich auf dieses Spiel gefreut habe. Und ich fänd's toll, wenn ihr dabei wärt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer WeHawk LP.